Das legen wir gleich ab. Nein, das legen wir nicht mehr ab. Toxinverkauf ist sofort. Jetzt können wir surfen. Aber wir haben noch ein Date. In Safonia City. Mit unserer Freundin, der Sabrina. Wobei ihr als erstes in Richtung Zinnoberinsel surfen könnt. Zu Trainingszwecken. 2000 kriege ich für Toxin. Ja, das ist viel Geld ein bisschen. Machen wir es so. Surfen wir mal in Richtung Zinnoberinsel. Warte mal, wie viel Schütze habe ich denn eigentlich? Weil ich die überhaupt mit habe. Die habe ich glaube ich abgelegt, gell, am PC. Unsere Schütze. Ich glaube, dass das die Mehrzahl ist von Schutz. Das letzte Sonnenbonbon müssen wir unbedingt aufhalten. AP Plus nehme ich mit. Ein Hornbauer. Übertrank nehme ich mit. Schutz haben wir 5-mal und Superschutz 6-mal. Das müssen wir reichen, bis wir bei der Zinnoberinsel sind. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viele Items habe. So, jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz heilen, weil durch die AP-Steigerung die lohnt da nicht mit auf, wenn man AP Plus gibt. So. Dann hauen wir uns aufs Bike und fahren in Richtung Zinnoberinsel. Und wieder schön, sobald wir das erste den Dach haben, brauche ich eh nur mehr Schutz einsetzen. Na, das ist jetzt vielleicht nicht so intelligent. Aber Boden-Pokémon vorn haben. Weil wir ja doch im Wasser sind und da die meisten Trainer Wasser-Pokémon haben. Ich setze jetzt da trotzdem gleich meinen ersten Schutz ein. Ersten Superschutz. Ist mehr ist nicht breit, das weiß ich. Ich möchte nur. Ich muss nur schauen, dass ich so von der Größe her die ganze Fläche abfahre. Dass ich nichts versahm. Ja, schon wieder Level 39 erreicht. Das geht dahin. Da passieren wir dann auch die berühmten Seeschauminseln. So. Ich glaube nicht, dass ich so viel AP fürs Rasierblatt habe. So viel Trainer wie da sind und so viel Pokémon wie die alle haben. Puh. So, jetzt ist der Tintifax auf Level 40. Brunona wäre ein bisschen unintelligent nach vorne tun als Feuer-Pokémon, dann probieren wir es mit dem Rüdiger. Boah, da ist eine ganze Gruppe von Schwimmern unten. Biegen wir mal. Rüdiger wurde zu Taubos! Das ist jetzt schnell gegangen, das habe ich jetzt komplett übersehen. Boah, das sind viele Schwimmer. Eine Schönheit? Warum ist die mit dem Kleid im Wasser? Warum ist die Schwimmerin noch gar nicht gehabt als Sprite oder was?
Es hat sich vor Verwirrung selbst zuletzt. Was ist das? Item. Supertrank. Den Rüdel. Wieder Schönheit. Ach, ging daneben. Na, Flügelschlag. Ah, die hat auch gern Stern, du. Die Schönheit. Haben sie echt noch kein Sprite für die Schwimmerin? Sie haben einfach Schönheit ins Wasser gesetzt. Irgendwie witzig. So, da ist Schluss. Was haben wir da? Da ist wieder ein Schwimmer. Austauschbar. Aurora-Strahl brauchen wir gar nicht. Also, da muss ich die Gerte aussehen, weil das wäre gegen ein Ding sehr effektiv. Gegen die Intifax. Das hätte jetzt richtig böse ausgehen können. So, da haben wir eine Insel. Seeschauminseln. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, Garos. Na, brauchen wir eine Surfer einsetzen, eine Stärke. Das ist ja überhaupt ein Sprite von einem. Ja, kann man nicht sagen. Und dann noch ein Superschutz. Und wieder Surfi. Weil wir ja alle Trainer besiegen müssen. Seemann. Okay, ziemlich cool. Ich hau jetzt ganz schön viel Tränke aus, muss ich sagen. Das hätte ich mir jetzt gar nichts. Ah, nein, Hypertrank brauchen wir nicht. Das habe ich gar nicht erwartet, dass das so starke Trainer sind. Oder halt, dass mir die so schwächen gehen. Aber das war's jetzt, oder? Ah, den haben wir noch nicht. Oder Day. Das ist immer schwer zu sagen, weil sie das gleiche Sprite haben. Jawoll! Oh! Boah, da kriegst du Augenkrebs, wie das flackert da. Und da ist die Gruppe, die wir schon gesehen haben. Passt! Warte mal, den haben wir ja schon, oder? Den noch nicht. Wohl auch schon. Okay, dann haben wir jetzt da wirklich alle. Das ist schier. Gut, und jetzt nicht wundern. Ich weiß, der Schutz wirkt jetzt nicht mehr. Und jetzt bitte nicht wundern, Leute. Ich muss jetzt nämlich was ganz was Lustiges machen. Ich muss noch Alabastia fliegen. Lassen wir uns kurz von unserer Mutter heilen. Die Arme hat nicht einmal einen Tisch, was im Fernseher aufgestellt hat. Die muss den Fernseher auf den Tisch stellen. Und wir schwimmen jetzt aus der anderen Richtung, kommend. Wieder in Richtung Zinnoberinsel. Zeige ich ganz kurz, warum. Wir haben da, wenn ihr seht auf der Map, wo wir jetzt gerade sind, Alabastia. Direkt unter uns ist die Zinnoberinsel. Rechts davon, der komische Punkt, das waren die Seeschauminseln. Und noch weiter rechts, wo wir gestartet sind, das ist Fuxania City. Und wenn wir jetzt nach unten schwimmen, kommen wir direkt zur Zinnoberinsel. Und dann rechts schwimmen, kommen wir wieder zur Seeschauminseln aus der anderen Richtung. Das heißt, wir brauchen nicht durch die Seeschauminseln durchmarschieren, dass wir jetzt noch zur Zinnoberinsel kommen und kommen direkt zur Zinnoberinsel, wenn ich jetzt da oben schwimme. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich ausgedrückt. So. Und wo ist er? Da ist er. Und auch da müssen wir wieder gut schauen, dass wir keine Tränen übersehen. Der Glatzkopf schwimmt, okay.
Der hat extrem oft Volltreffer. Sag mal. Schau mal, wie stark Ruckzuckhieb ist. Okay, nicht stark. Den kann ich den vom Wasser aus anreden? Ja. Sehr gut. Nicht echt. Da muss ich leider Windstoß einsetzen. Weil für Carpador kriegt man einfach keine Erfahrungspunkte. Und der hat nur Carpador, der Teufel. Erbärmlich. Ja. Wo ist da oben auch noch wer? Ja! Das wär's jetzt gewesen. Hoppala! Bin da aus Versehen an Land gegangen. Jetzt ein Saf-Container bist du. Der blutigste Kampf des Jahrhunderts. Da wäre der Zweite Weltkrieg gar nichts dagegen. Kein einziger Trainer. Na wie. Schillag, cool. Ja. Heute geht's um. Da ist die berühmte Zinnoberinsel. Da gehe ich natürlich sofort ins Pokémon Center, weil. Da will ich jetzt ja gar nicht hin. Weil wir down. Den Vorteil haben, dass wir jederzeit zur Zinnoberinsel zurückfliegen können. Und jetzt durchkämmen wir noch den Rest vom Meer. Gut, da will ich nur Pokémon tauschen. Ja, das weiß ich auch schon, dass man die Entwicklung stoppen kann. Was sind das für Gebäude? Ist das das Gebäude, wo man die Pokémon beleben kann? Dann hole ich mir schnell das Fossil ab im vom PC. Fossil. Auf der Zinnoberinsel ist ein verlassenes Pokémon-Labor, wo der Pyro zusammen mit den anderen Wissenschaftlern aus der DNA vom Mewtwo, erschaffen hat. Ich suche nach Bonita. Tauschst du es gegen Europe? Nein, ich habe kein Bonita. Hallo, ich leite hier die Forschungen. Wir forschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Domfossil. Oh, das ist ein Domfossil. Es ist ein Fossil von Kabuto, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Lausi übergibt das Domfossil. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Ich weiß gar nicht genau, was heißt später. Mal schauen, ob das gereicht hat. Vielleicht reicht, wenn ich aussiege ganz und einmal ins Pokémon Center heilen gehe. Vielleicht ist da irgendein Counter drinnen. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, was da im Hintergrund für Erzähler läuft. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Kabuto, ganz wie ich es vermutet habe. Nein, ich will ihm keinen Spitznamen geben. Passt, Box Nummer 4. Jetzt haben wir einen Kabuto. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Pokémon mehr. Jetzt haben wir schon 45 durch die Entwicklung vom Daubos. Das war die Nummer 44. Und was wir noch tun können ist, wir fliegen in Rüdiger nach Memoria City. Wenn wir jetzt einen Zerschneider haben, schon längst, können wir uns da hinten einschleichen. Vom Hintereingang vom Museum. Müsste ich zahlen, hinten kann ich einfach reingehen. Unser besonderer Stolz sind zwei Fossilien von äußerst seltenen prähistorischen Pokémon. So, und da? Ich glaube, in diesem Stück Bernstein ist Pokémon Dna. Was denn, was Dna ist? Enthalten. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du etwas für mich erledigen?
Lass das im Pokémon-Labor untersuchen. Klaus erhält einen Altbernstein. Die DNA, auf Deutsch DNS, die Desoxyribonukleinsäure, die können sie benutzen, um auf der Zinnoberinsel, wo ist der Rüdiger da? Ich kann nämlich immer nur ein Fossil zur gleichen Zeit abgeben, darum ist es wurscht, wenn ich das nach der Reihe mache. Und dem kann ich jetzt es in Altbernstein geben. So. Und jetzt tue ich einfach noch einmal gleich. Und gehe kurz aussehen und heilen, weil ich echt nicht weiß, was der Auslöser ist. Vielleicht ist es auch nur das Gebäude verlassen und wieder reingehen. Aber keine Ahnung. Und wir kriegen. Wo warst du? So nett. Wir haben dein Fossil wiederbelebt. So. Nein, er oder Kühl brauchen wir nicht. Einen Spitznamen geben. Jetzt sage ich dir ganz kurz die Pokémon. Die sind ganz hinten im Pokédex irgendwo. Wir kommen erst bis Nummer 143 Relaxo. Da haben wir Aerodactyl, das haben wir jetzt gerade gekriegt. Das ist dieses hier. Ein wildes Urzeit-Pokémon, das sich mit gezackten Klauen auf seine Beute herabstürzt. Also ziemlich cool. Ist Fluggestein. Und da haben wir Kabuto. Ziemlich gruseliges Vieh. Ein Schaltier, ein aus einem Fossil wiederbelebtes Urzeit-Pokémon, welches vor Äonen auf dem Meeresgrund lebte. Das entwickelt sich weiter zu Kabutops, einem ziemlich coolen Pokémon optisch, mit zwei so langen Klauen. Jetzt schauen wir noch die anderen Forscher an. Evoli kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Ja, das war einmal. Inzwischen sind es glaube ich sieben verschiedene. Aha, er hat das Metronom erfunden anscheinend. Ja, warum nicht? Guti. Hey, lass mich gehen. Der will mein Raichu gegen Elektroball tauschen. Spinnst du komplett, oder was? Am Mondberg hast du ein Fossil gefunden, okay. Blutzug gegen Angela. Ja, könnt ihr machen? Ah, dann haben wir schon. Passt. Gut. Dann stürzen wir uns wieder ins Meer. Die Arena können wir übrigens nicht betreten. Habt ihr vorher kurz gesehen, die ist verschlossen. Da findet man in dem verlassenen Labor einen Schlüssel für die Arena. Der Pyro wird nicht gern gestört anscheinend. So, und jetzt hauen wir da wieder einen Superschutz rein, damit wir uns die Belästigungen vom Tentacher sparen. War schon Level 43 jetzt. Jetzt wird es fast ein bisschen zu viel schon. Nidoking kann ich nicht verwenden, aber... Ich werde jetzt in Gyarados noch voranhauen trotzdem. Aber wenn der auch ein Wasser-Pokémon ist. Wasserflug. Immer noch besser als ist. Okay. Ja, da haben wir wieder zwei Angler. Ziemlich stark. Austausch ist immer gefährlich wegen einem Aurora-Strahl. So. Geht's weiter nach oben? Seiten. Aha, das ist ein sehr kurzer Weg. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da keine Trainer übersehe. Was? Das war der Trainer. Okay, der Weg ist überhaupt nicht breit. Ah, okay. Das war wirklich nicht lang. Und jetzt ganz schnell, damit wir es einfach erledigt haben, den Tacher. Ich schmeiße jetzt einmal direkt am Ball. Ein Tacher wurde gefangen. Dieses Pokémon findet man in flachen Gewässern. Unachtsame Gegner empfängt es mit brennendem Gift.
Gut. Dann noch schnell. Noch einer. Wo schaue ich ganz kurz, ob die Schutz verkaufen. Ja. Hypertrank. Okay, jetzt kommen wir schon in einen Bereich, wo man nicht einmal mehr Supertrank kaufen kann. Braucht dann nämlich später Schutz.